Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach in das neue unveröffentlichte UFO-Labor kommen könnt. Ja, das Labor wird irgendwann noch veröffentlicht, vielleicht in diesem DLC noch oder dann spätestens an Halloween, was ich eher denke. Ja, der Job funktioniert, denke ich mal, nur auf der PlayStation 5. Ihr müsst mal auf der PlayStation 4 probieren. Wenn euch der Job dort angezeigt wird, dann wird es auch auf der PlayStation 4 funktionieren. Und dann würde ich sagen, lass auch schon direkt losstarten. Habt ihr euch dann den Job markiert, einmal GTA kurz neu starten oder einmal in den Story-Modus gehen. Seid ihr wieder im Online-Modus angekommen, gehen wir auf Options, auf Online, auf Jobs, dann auf Stuntrennen und dort werdet ihr dann den Job Inside UFO finden. So, dort im Jobmenü angekommen, müssen wir jetzt nichts anderes tun, als einfach nur den Anavac-Bot einmal raussuchen. Einfach irgendeinen Anavac-Bot, dem ihr gerade beitreten könnt. Welcher, der ist völlig egal. So, die Meldungen, die jetzt kommen, einfach mit X bestätigen. Dann werden wir jetzt unter die Map geportet. Ist auf jeden Fall perfekt. Wir gehen einfach ein paar Schritte nach vorne, werden dann durch die Map fallen und dann werdet ihr sehen, dass wir jetzt schon hier in dem neuen UFO-Labor drin sind. Und ja, ihr könnt euch ja mal hier ein bisschen umschauen. Wenn wir jetzt hier in den ersten Raum reingehen, rechts, werdet ihr sehen, hier haben wir so eine Art Kommandozentrale. Ich denke mal, hier können wir dann vielleicht zukünftig neue Beschaffungsmissionen oder ja, was auch immer, was wir hier dort dann zukünftig machen können. Könnt ihr einfach mal ein bisschen rumschauen. So, hier auf dem Tisch sehen wir auch noch so eine Art Bauplan. Und ja, wenn wir jetzt hier noch weiterlaufen, mal durch die nächste Tür hier rechts gehen, werden wir jetzt auch hier noch ein MK2-Bike. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein MK2-Bike ist oder ob das jetzt vielleicht ein neues MK3-Bike sogar sein wird. Wer weiß, was Rockstar damit vorhat. Und ja, wie gesagt, hier könnt ihr noch ein bisschen rumschauen. Hier hinten haben wir auch noch so eine Art Kommandozentrale. Ja, dann hier vorne, hier hinten in dem Raum, da haben wir auch noch so eine Art Munitions- und Vorratslager. Wie gesagt, könnt ihr euch einfach mal ein bisschen umschauen und ja Leute, das soll es auf jeden Fall schon gewesen sein mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.